Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es was Besonderes, wir machen nämlich eine Google Maps Schnitzeljagd, inspiriert von Pete Smith, Grüße gehen raus. Wir haben uns Krokoboss, Stegi und Jens Christensen eingeladen und die werden auf Google Maps nach einem Ort suchen, den ich ihnen gebe. Allerdings sage ich ihnen nicht, was der Ort ist, sondern gebe ihnen nur Hinweise und sie müssen dann rausfinden, wo der Ort ist. Das Ganze wird jetzt gerne nochmal im Video erklärt. Ich hoffe, euch gefällt das Format, wenn ihr das gerne einen Daumen hoch da. Schreibt mir in die Kommentare, mit wem wir das noch machen sollen. Vielleicht eine GeoCrack Edition mit zum Beispiel Basti, GHG und Reefed. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Dann machen wir kurz einen Buzzer-Test. Jens, ich habe gebuzzert. Ja, nochmal wer? Nochmal buzzern. Ja, super. Jetzt kann ich die Buzzer clearen, okay? Wenn ich die cleare, jetzt könnt ihr wieder buzzern, rein theoretisch, ja? Hab ich. Ja, bitte. Ja, es reicht. Oh, ja. Nicht buzzern, danke. Stegi, bist du eigentlich noch immer in deinem Sabaton? Na klar. Boah, wie lange ist das schon? Über 70 Tage, oder? 2,5 Monate, glaube ich jetzt. 2,5 Monate. Es ist eine Schnitzeljagd, was wir spielen. Das Ganze wird so funktionieren, dass ich euch jetzt praktisch Hinweise vorlese. Wir suchen immer spezielle Objekte, also teilweise auch Gebäude. Das heißt, vielleicht hat es sogar auch Sinn, dass ihr später mal unten bei den Ebenen switcht. Weil jetzt habt ihr ja diese generelle Kartenansicht. Ihr könnt aber auch so auf Verkehrsfläche oder auf Satellit switchen und so weiter, wenn man irgendwas erkennen muss mal, ja. Wichtige Info vorweg, ihr dürft nichts nebenbei googeln. Das wird nur in Google Maps gespielt. Wenn ihr aber jetzt zum Beispiel wisst, wie das gesuchte Gebäude zum Beispiel heißt, aber ihr wisst nicht, wo es auf Maps ist, dann dürft ihr oben in der Suche eingeben, was ihr glaubt, wie es heißt. Und dann könnt ihr halt praktisch Spaß haben und sagen, das ist es, ja. So zum Beispiel Eiffelturm, können wir einfach eingeben. Du kannst zum Beispiel, ja genau, wenn du den nicht findest in Paris, kannst du einfach Eiffelturm eingeben und dann kannst du ihn finden, ja. Es werden Step-by-Step Hinweise geben, alle 2 Minuten. Am Anfang vielleicht ein bisschen schneller, weil es am Anfang sehr schwer sein wird, direkt zu finden, was gesucht ist, logischerweise. Die Hinweise, die ich euch gebe, gibt es einen gewissen Zeitpunkt, wo ihr jederzeit buzzern könnt und eure Antwort geben könnt. Ihr kriegt keine Minuspunkte. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Hinweise konkreter werden, das werde ich jedes Mal extra dazu sagen, werden dann falsche Buzzer einen Minuspunkt geben. Die Person, die aber am Ende das gesuchte Objekt findet, bekommt 5 Punkte. Das heißt, ihr könnt rein ein bisschen pokern, ins Minus zu gehen, damit ihr am Schluss dann mit den 5 Punkten trotzdem im Plus seid. Gut. Also warte, man gewinnt die Runde, wenn man buzzert und auf der Map genau zeigen kann, wo das Gebäude ist. Genau. Also ich würde jetzt einfach mal anfangen, so rein theoretisch mit dem ersten. Das ist eine Proberunde einfach, ja. Wir suchen das Museum zu einem Land. Das ist jetzt der erste Hinweis. So, jetzt haben wir den ersten Buzzer. Also kann man Gegenfragen stellen, konkretere Fragen. Und das Museum zu einem Land ist für mich so das Österreich-Museum, wo so Schnitzel ausgestellt werden. Das wäre das Museum zu einem Land zum Beispiel, ja. Pauli, du hättest jetzt als erstes gebuzzert. Was wäre deine Antwort? Louvre. Ja, ist falsch. Stegi? Nee, dann habe ich nicht gebuzzert, wenn Louvre falsch ist. Okay. Gut. Ja, aber im Prinzip so funktioniert das. Ich habe mich auch einfach so gemeldet wie im Unterricht. So ungefähr. Ich habe einfach gehofft, dass du mich nicht mehr dran nimmst und dann hätte ich einfach sagen können, ja, wollte ich auch sagen. Also ich gebe jetzt mal den zweiten Hinweis. Der wird jetzt euch auch nicht viel helfen, aber die Anfangs. Europa. Nein, das ist nicht der Hinweis. Der Hinweis ist aber, wir befinden uns auf einem Doppelkontinent. Darf ich die Gegenfrage stellen, was ein Doppelkontinent ist? Ja. Europa, Asien. Richtig. Mhm. Ein Doppelkontinent wird darauf definiert, dass sich mehrere Kontinente auf einer Platte befinden, sozusagen. Und Europa und Asien sind beide auf der eurasischen Platte. Du gibst schon zu, du wolltest das Wort nur nehmen, weil du so ein bisschen damit angibst, dass du das weißt. So hättest du auch einfach sagen. Nein. Da muss ich shoutouten. Nico, mein Headmod, der studiert Geografie, der hat das vorbereitet. Also das ist sein Dann der nächste Hinweis wäre, wir suchen ein großes europäisches Land. Ich sehe übrigens die einzige Person, die wirklich auf Maps etwas sucht, ist tatsächlich Chris gerade. Ihr schaut einfach beide auf die Weltkarte und macht gar nichts. Ja, Bro, ja, Museum, was soll ich irgendwie? Museum? Ich schau mir die Länder an. Ja, ich schwör, Stegi, sag's ihm. Darf ich ChatGPT einfach aufmachen und einfach eins zu eins das, was du sagst, reinschreiben? Ja, ich glaube, das wird dir nicht so viel helfen. Das ist jetzt der dritte Hinweis gewesen, ja? Und jetzt würde ich zum Beispiel sagen, ab jetzt geben Buzzer Minuspunkte. Okay, dann rate ich noch. Es geht um das Land Buzzern zuerst? Frankreich geht's ums Land, ne? Ja, aber wir suchen kein Land, Stegi. Nee, aber gib mal einen. Wie warm ich bin oder ob ich heiß bin oder nicht so. Das ist nicht so gut. Ich sag dir den nächsten Hinweis, dann wirst du schon merken, ja? Ab jetzt wird es dann Minuspunkte beim Buzzer geben. Das Land ist deutschsprachig. Es geht um die Schweiz. Oder er sagt großes Land. Oh, du hast absolut recht. Es geht aber trotzdem nicht ums Land. Ja, du Stegi, hast recht. Stegi, wenn du noch einmal buzzerst und einfach ein Land sagst, will ich dann krass zu mir kommen. Oh mein Gott. Wir suchen das Badische Landesmuseum Karlsruhe im Karlsruher Schloss. Oder hast du gebuzzert, Stegi? Hast du gebuzzert? Nee, hab ich nicht. Dann bist du ruhig. Warte. Also, Pauli hat zuerst gesagt, ja? Pauli, was sagst du? Ja. Ich sage, es ist das Deutsche Historische Museum. Das ist falsch. Stegi? In Berlin. Wir suchen das Badische Landesmuseum in Karlsruhe. Ist auch falsch. Karlsruher Schloss. Ist auch falsch. Okay, und Chris? War das nicht Schlosslichtspiele? Ah, wir suchen das Deutsche Museum in München. Das ist tatsächlich richtig. Mhm, jetzt geht's um Punkte, ja? Nochmal als Erinnerung, am Anfang könnt ihr nach jedem Hinweis, lasse ich jeden einmal buzzern und raten. Es sollte kein Gespamme sein. Und wenn es Minuspunkte gibt, ab einem Tipp, dann sage ich euch das, ja? Wir fangen an mit dem ersten Hinweis. Und zwar suchen wir einen Turm. Okay.
Ich hab zuerst gebuzzert. Pauli hat zuerst gebuzzert, ja? Wir suchen den Eiffelturm in Paris. Das ist falsch. Okay, ist gut. Diggi, hast du noch was zu sagen oder nicht mehr? Ja, wir suchen den Wasserturm in Karlsruhe. Ist auch falsch. Aber nice try. Und Chris? Wir suchen den schiefen Turm von Pisa. Das ist leider auch falsch. Der nächste Hinweis ist, der Turm steht in einem Land mit Blau, Rot und Weiß in der Flagge des Landes. Und ich möchte erinnern, der Eiffelturm in Paris ist es nicht. Den hat Pauli nämlich schon gebuzzert. Jetzt kickt Tryhard ran. Alle sind still. Ja. Wir haben einen Buzzer. Gebuzzert. Ich sag, wir suchen den Tour Montparnasse in Avenue de Maine, Paris. Ist auch falsch. Bitte, Chris. Willis Tower in Chicago. Das ist auch falsch. Es geht auch. Aha! Der nächstgelegene Flughafen zu diesem Turm hat mehr als 50 Millionen Passagiere im Jahr. Boah, das weiß ich. Welche Farben nochmal? Blau, Rot und Weiß ist in der Flagge. Ich liebe das Format, das ist voll geil. Ja, bitte, Pauli. Big Ben in London. Das ist auch falsch, leider. Du bist so dumm. Digga, dafür entschuldigst du dich. Dafür entschuldigst ja, du dich. Ja, das ist dafür entschuldigt. Aber so dumm kann doch keiner sein. Es liegt doch auf der Hand, dass es das nicht ist. Ich bin auch gerade da, hab den auch gerade gesucht. Okay, Stegi, während der auf der Tower Bridge ist. Mann, Stegi, mach deinen Gast, du hast doch an. Die nächste Wassermasse ist zwischen 100 und 150 Meter entfernt von diesem Turm. Ich habe keine Ahnung, ich will hier nicht bastard. Stegi, jetzt gibt's noch keine Minuspunkte, es kann nur dumme Antworten geben. Da gibst du mir noch ein, zwei Sekündchen. Ja, ich gebe dir noch. Stegi hat eh gebuzzert. Was ist deine Aussage? Meins ist der Freedom Tower. Und damit möchte ich auch ein paar Luten grüßen. Nein, der ist es auch nicht. Okay. Dann clear jetzt ist noch jeder Guest gratis, Jens, ich sag's nur. Na, jetzt gibt's nichts mehr. Ja, aber was soll ich denn machen? Bruder, frag mich doch nicht. Ab jetzt gibt's Minuspunkte und ich gebe euch auch immer genau jetzt 2 Minuten Zeit, ab dem Zeitpunkt, wo ich den Hinweis vorlese. Beziehungsweise vielleicht ist 2 Minuten noch zu lang, jetzt starte ich halt jetzt schon mal den Timer. In diesem Turm, den wir suchen, befindet sich ein Restaurant. Okay, ich möchte eine Sache. Kriege ich schon Minuspunkte hierfür dann? Ja. Das ist der Prager Fernseh Tower. Nein, ist es nicht. Warum nicht? Ich liebe es, wie das immer so random Guesses sind. Das Land, in dem dieser Turm steht, ist eines der einflussreichsten Länder der Welt. Ich muss noch switchen. Ich fange dich an zu weinen. Chris hat auch gebuzzert, was sagst du? Space Needle in Seattle? Nein, es ist auch nicht. Das hat sich sehr cool angehört, actually. Ja, ja, er hat gewonnen, finde ich. Lass ihn einfach trotzdem gewonnen haben. Der Turm steht auf der nordamerikanischen Platte. Ah, danke. Können wir den Hinweis skippen, Alter? Ja, ja, lass mal skippen. Wollt ihr den Hinweis skippen? Soll ich euch den nächsten direkt geben? Ja. Sag gleich den nächsten, weil sonst ist no reason. Der Hinweis ist jetzt spicy. Ich klicke kurz den Buzzer vorher, dass auch jeder buzzern kann dann gleich. Die Nachbarstadt der gesuchten Stadt ist für sein Casino bekannt. They don't know, Chat. So geil, Alter. Das ist ein sehr cooles Video, Pauli. Sieht geil aus. Ich war richtig flash, wie krank das ist, Alter. Das ist dieses Around the World von Google, das ist recht neu, glaube ich. Die Stadt, in der der Turm ist, den wir suchen, beginnt mit dem Buchstaben P. Ist schon eine Großstadt, also nicht so Prescott Valley oder so irgendwas. Man kann die Stadt auf jeden Fall kennen. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, es ist eine Stadt, die jeder kennt, so wie zum Beispiel Los Angeles. Kann man auf jeden Fall kennen. Stegi ist es ganz, ganz heiß jetzt. Der ist sehr, sehr nah dran. Ein exakt gleicher, aber doppelt so großer Turm steht auch in Paris. Wer mein Buzzer? Ich hab schon gebuzzert! Ja? Jawohl! Ich weiß nicht, ob das stimmt, keine Ahnung. Eiffel Tower Restaurant. In? Französisches Restaurant steht hier, was nicht stimmt. Las Vegas, Boulevard, Las Vegas, NV. Ich kann dir die Nummer wieder sagen. OpenTable.com. Das ist richtig. Plus 1. Jawohl! Ich weiß nicht wie, aber jawohl! Das Eiffel Tower Replika in Paradise, südlich von Las Vegas. Alter, das sind 2 unterschiedliche Orte. Ja. Na klar, Paradise. Na klar. Ich war die ganze Zeit in Phoenix. Ja, Pauli war auch die ganze Zeit in Phoenix. Aber es ist doch Anfangsbuchstabe der Stadt ist... P. Der Eiffelturm steht in Paradise. Ihr wart noch nie in Paradise, oder was? Alter, Paradise. Aufgewachsen. Okay, Paradise gehört... das ist ganz klar Las Vegas. Minus 1 für Jens. 0 für Pauli und 3 für Stegi. Wo ist er? Ich habe angerufen, aber da geht niemand dran, dieses Restaurant ist geschlossen. Bruder, what do you mean, du rufst das an? Ich wollte mich bedanken für dieses geile Tower. Stell dir vor, du arbeitest dort und du bist eh schon richtig sauer auf dein Leben und alles. Und dann ruft irgendein deutscher Hampelmann an und sagt, oh, thank you very much for the nice tower you have. Do you know Venikraft? Große Venikraft from the Varo? Crazy. Which? Do you know when is Varo 5? Ja. Wir suchen dieses Mal ein Künstlerhaus. Ja, direkt das erste Buzzer von Chris. Das Guggenheim Museum. Das ist falsch. Es ist das, ich hab gebuzzert, ja. Soho Haus Berlin.
Nein. Okay, dann halt nicht. Ich sage jetzt. Nein, Pauli, es ist nicht das Van Gogh Museum. Aber danke fürs Buzzern, dann gehen wir in die nächste Runde. Nächster Hinweis. Im ersten Jahr nach der Eröffnung dieses Künstlerhauses wurden 1,3 Millionen Besucher gezählt. Was ist euer Lieblingsmuseum? Ich mag das Banksy Museum in Amsterdam. Das ist auch sehr cool, ja. Cooler als Van Gogh. Der Loser daneben. Okay, nur ein Ohr, der Idiot. Ja, das war ja ein Versuch wert. Nächster Hinweis. Es liegt direkt am Meer. Also das ist jetzt die letzte normale Runde. Danach gibt es Minuspunkte. Künstlerhaus kann einiges bedeuten. Okay. Das kann Geburtshaus sein, ne? Was zum ja? Museum oder so umgekommen Chris hat gebuzzert. Das Sydney Opera House ist auch Kunst. Das ist an sich richtig. Das ist auch ein Künstlerhaus. Aber es ist nicht das, was es ist. Nicht suchen. Das Richtige. Ja, ach, schade. Nee, das ist halt ganz falsch. Das heißt direkt am Meer? Das ist direkt am Meer liegt. Also kannst du dir am Sydney Opera House ein Beispiel nehmen. Okay, nein, check. Brauchst du Hilfe, das Sydney Opera House zu finden, Pauli? Nein, ich weiß, wo das fucking Sydney Opera House ist, aber ich will jetzt nicht fucking rüberrudern. Okay, verstehe ich, ja. Da gibt's auch Spiele, das ist nicht so gut. Junge, was macht Stegi da? Er ist einfach in Madeira bei der Cristiano Ronaldo Statue. Ja? Es ist das Cristiano Ronaldo Museum auf Madeira. Direkt am Meer mit 1 Million Leuten, die da rein hin sind. Das ist actually hilarious. Ich wusste nicht mal, dass sowas gibt, aber es ist es nicht. Und der nächste Hinweis ist, das Land, in dem das Künstlerhaus ist, was wir suchen, beheimatet den nördlichsten Punkt europäischen Festlandes. Europäisch, jetzt könnte ich mich halt blamieren. Topografisch oder politisch? Europäisches Festland. Also EU oder Europa? Europäisches Festland, Pauli. Bitte, Pauli. Das Königliche Theater in Kopenhagen. Kopenhagen? Das ist ja, wegen Grönland. Nein, das ist leider falsch. Das Land beheimatet den nördlichsten Punkt europäischen Festlandes. Ist das ein Tipp an mich? Sag mal ja oder nein. Ist das ein Tipp an alle, oder? Das war ein allgemeiner mich, Tipp, aber an die Antwort gerichtet, die Pauli gerade gegeben hat. Bin ich damit falsch, oder? Darf ich nochmal buzzern, oder? Nein. Also, okay, also wirklich, jetzt eher Norwegen. Ist das smart? Ich glaube Schweden. Ja, aber Schweden wird... Pauli... Okay, so, nächster Hinweis, ja? Man kommt theoretisch mit dem Boot direkt bis zu dem Gebäude. Pauli? Opernhaus Oslo. Und das ist goldrichtig, ja? Das ja! Hätte ich sofort. Oh, da war ich die ganze Zeit am Chillen, ey. Ich auch. Ich hab's. Schaut doch zuerst in Schweden, Mann! Vor 2 Buzzern wollte ich das schon. In erster Linie suchen wir jetzt mal eine Stadt. Das gibt euch nicht recht viel, ich mach direkt den. Okay. Hab gebuzzert, dann würde ich sagen Landshut. Ist nicht richtig. Ich würde euch direkt die nächsten Hinweise geben, weil das sind jetzt recht nichtssagende Hinweise, ja? Nächster Hinweis. Lass uns doch buzzern. Ja, okay, wenn du buzzern willst und eine lustige Antwort geben willst, mach das. Marseille. Das ist falsch. Digga, was soll ich angeben, dass du Marseille kennst, oder was? Ich gebe euch den nächsten Hinweis, ja? Diese Stadt liegt nicht in einem Binnenland. Krass, wer weiß, was ein Binnenland ist? Ja, es ist ein Wasser. Ja, Wasser. Ja, Chris? Ich sag einfach jetzt was, Honolulu. Ist nicht richtig. Oder? Das Meer ist circa 30 bis 40 Kilometer von gesuchter Stadt entfernt. Ja, es sind immer noch sehr viele Städte. Ich kann euch noch einen Hinweis geben, bevor es dann wieder in die Minuspunkte geht, wenn ihr wollt. Machen wir den gleich hinterher, ja? Die Stadt befindet sich in Europa und ist für eine Sache sehr bekannt. Sag den letzten Tipp nochmal. Stopp, Alter, war der Buzzer gerade so laut? Pauli zuerst? Rom. Nein. Chris? Okay, danke Pauli, dass du mich gesaved hast. Das wäre nämlich auch mein Guess gewesen. Gibt ja, aber eh keine Minuspunkte. Also. Gibt dir keine Minuspunkte noch. Das ist voll gemein, Nico. 3. Ja. Tirana. 2. Stegi, was hast du gesagt? Ich habe Amsterdam gesagt. Okay, nein. Yes. Ab diesem Hinweis gibt es jetzt Minuspunkte. Der Jakobsweg führt dorthin. Ja klar, überleicht jetzt. Ja, Pauli? Andorra. Das ist leider auch falsch. Ich würde vielleicht ein bisschen Ruhe bewahren mit den Buzzern. Weil das ist jetzt auch ein Minuspunkt, Pauli. Stegi, ich glaube nicht, dass... Ich habe einen Zuschauer gerade gedoxt. Der arme Jakob. Jetzt kann ich euch sagen, gesucht ist eigentlich, das ist nächster Hinweis, die Universität der Stadt. Wir suchen eine Stadt, sie liegt nicht in einem Binnenland. Achso, die Stadt. Sie liegt nicht in einem Binnenland, also ist sie in einem Binnenland. Sie liegt nicht in einem Binnenland. Nico hat jetzt einen Tipp reingeschrieben, der euch vielleicht auf die Spur helfen könnte. Der Jakobsweg führt nach Spanien. Das ändert jetzt leider alles. Leider nicht so klar gewesen bisher, glaube ich. Nee, war es nicht. Aber wie würde Spanien Sinn ergeben mit diesem Binnenshit? Sie liegt nicht in einem Binnenland. Ein Binnenland ist ein Land, was keinen direkten Zugang zum Meer hat. Ach so, also okay, das heißt, liegt nicht in einem Binnenland. Die gesuchte Stadt, in der sich die gesuchte Universität befindet sich im Nordwesten des Landes. Ich hoffe, die kommen da drauf. Das ist wirklich total verwirrend. Ich möchte buzzern. Ah, okay, tatsächlich. Universität Santiago de Compostela. Das ist
Ja. Ich glaube, das ist nicht richtig, oder? Das ist nicht richtig tatsächlich, Stiggy. Aber das klingt so, als wenn es fast richtig wäre, oder was? Das sage ich nicht. Na, doch. Ich sage University of Milan. Das ist auch falsch. Ich gebe euch jetzt einfach den nächsten Hinweis, okay? Die Stadt, die wir suchen, heißt Santiago. Müssen wir genau die Universität nennen, oder? Genau. Kann jetzt mal versimpeln, ja? Was hast du gesagt, Stegi? Die Stadt, die wir suchen, ich sag's nicht mehr. Nein. Und wir suchen aber eine Universität. Das ist der Pool der Universität, glaube ich. Lass mich nochmal ganz kurz hier einmal wegmachen. Ich such's nochmal. Stegi, jetzt brauch ich die Antwort. Wir nehmen Unitender da Universidad de Santiago de Compostela. Das ist tatsächlich nicht richtig. Auch dann ist es das. Ach, ich hasse doch alles. Ich gebe euch einfach mal den nächsten Hint, weil das dauert gerade ein bisschen zu lange. Wir suchen nicht die Universität im europäischen Santiago, sondern die Hauptstadt eines südamerikanischen Landes mit demselben Namen. Ja, okay, was brauchst du jetzt? Die Universität? Ich brauche immer noch die Universität, richtig. Ich check jetzt. Jetzt switchen wir auf Südamerika. Ja, wir haben einen Buzzer. Chris? Dann nehme ich einfach Universidad Autonoma de Chile. Leider nicht richtig. Ich sage, es ist Universidad Católica de Chile. Das ist leider auch nicht richtig. Wie sind wir auf einmal in Südamerika? Dann nehme ich Universidad Pedro de Valdivia. Das ist leider auch nicht richtig. Es liegt an einer der großen Hauptstraßen. Ja, ich habe wieder gewonnen. Hat die nicht schon jemand? Ja, sag, Bernardo O'Higgins University. Das ist leider nicht richtig. Oh, Digga. Ja, ich gehe mit dem nächsten Universidad Alberto Hurtado. Das ist auch nicht richtig. Du Opfer! Stegi, ganz dünnes Eis, wirklich. Gleich brennt's bei dir zu Hause. Ich glaube, das ist aber das Einzige, was so kopfig ist. Da hat sich Nico einen Spaß erlaubt, nämlich. USAC, Universidad de Santiago de Chile, die hatten wir schon, oder? Aber nicht mit der coolen Abkürzung, weil es auch Hauptstraße. Ist das richtig? Darf ich jetzt auch nochmal buzzern? Das ist jetzt, das Problem ist, dein Google Maps-Eintrag ist gerade jetzt auf Spanisch. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es richtig sein kann oder nicht. Gib mir kurz eine Sekunde. Soll ich anrufen? Wie gut ist dein Spanisch? Ich hab einen Guess, wenn es das nicht ist, ergebe ich mich. Dann überlasse ich es den anderen. Ich habe auch einen Guess. Das ist nicht richtig, Stegi, tatsächlich. Universidad Católica. Hatten wir eigentlich schon, oder? Hat das Stegi schon gesagt? Nee, ich glaube, er selbst sogar, oder nicht? Ich gebe euch jetzt beiden Tipps auf einmal. Und zwar geht es nicht um das Santiago hier, sondern den Ars. Nein, geil. Wie gesagt, die Universität liegt an einer der großen Hauptstraßen. Diese Hauptstraße kreuzt die Straße Nummer 5 in der Nähe der Uni. Okay. Da kam. Bro, ich habe noch nie in Chile, das heißt Straße 5. Es ist einfach Universidad de Chile. Fano Vesalco 20, Santiago Region Metropolitan Chile. Hier ist es dann doch. Die einzige Universität, die angezeigt wird, die Straße 5 kreuzt. Da hat aber wer schnell gesucht. Mach nicht diesen. Einfach nix. Das ist alles. Übrigens, es ist falsch. Ist eine scheiß Briefkastenfirma oder so. Es ist übrigens falsch. Du hättest auf den Hinweis genau hören müssen, Chris. Diese Hauptstraße kreuzt die Straße Nummer 5. Ja, das tut's ja. In der Nähe der Uni. Sie liegt direkt im Zentrum und zwar südlich des Plaza de Armas de Santiago. Das ist der letzte Hinweis übrigens. Ja, hau nochmal raus, wie der Plaza heißt gerade. Warte, wir haben Buzzer. Ja, Jens? Gut, das ist jetzt Universidad de Chile, gelbes Haus, sieht aus, als könnte es auch in London stehen. 659 Google-Bewertungen, 4,3 Sterne. Hat er nicht gesagt, 3 Bewertungen hat es nur? Ja, das war aber die ein bisschen nördlich davon war, glaube ich. Und das ist jetzt tatsächlich diesmal richtig. Danke sehr. Das ist eine Briefkastenfirma, Jungs. Das ist jetzt habt ihr das Support. Das ist eine Briefkastenfirma, sehr geil. Cool, Mann. Aber diese Arschknapp. Sorry für den Kopfweg. Nico beschwert sich im Chat, dass niemand von euch weiß, wo der Jakobsweg ist. Aber ich wusste es. Aktueller Punktestand, Chris 4. Pauli 0, Stegi minus 2. Wie hab ich 0? Ich hab jetzt erraten. Ja, du hast aber gerade viermal falsch gebuzzert. Okay, ich buzzer nie wieder. Und dann hat Nico den Hinweis dazugegeben, der Jakobsweg führt nach Spanien. Gesucht ist aber eine Universität, das war der richtige Hinweis, okay? Dann hättet ihr eigentlich, wenn ihr den Jakobsweg gefunden hättet, und Stegi hat das Einzige dann später auch gefunden, in Spanien die Stadt Santiago finden müssen. Das hat Stegi auch gemacht. Daraufhin war der Hinweis, nachdem er das gebuzzert hat, wir suchen nicht eine Universität im europäischen Santiago, sondern in der Hauptstadt eines südamerikanischen Landes mit dem gleichen Namen. Das war praktisch dann der zweite Brainfuck. Dort gibt es halt eine Million Universitäten. Das war dann der dritte.